Nach einem Erholungsurlaub muss der Wehrmachtssoldat Josef Neuner zurück an die Front. Doch stattdessen taucht er in einer kleinen Berghütte in Tirol unter. Er kann den Krieg einfach nicht mehr ertragen. Seine Familie hilft ihm und bringt regelmäßig Essen in die Hütte. Auch sie weiß, wird Neuner erwischt, lassen die Nazis ihn als Deserteur hinrichten. Und tatsächlich kommen die Behörden hinter Neuners Versteck. Sie nehmen ihn fest und ein Militärgericht verurteilt ihn zu Tode. Seine Familienangehörigen bekommen für ihre Hilfe jahrelange Gefängnisstrafen. Neuner hat Glück im Unglück. Die Todesstrafe wird schließlich doch noch in 15 Jahre Gefängnis umgewandelt. 15.000 andere Deserteure lässt das NS-Regime hinrichten.